Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Agony. Wir stehen hier immer noch am oberen Rand der Grube und müssen nach unten gelangen. Allerdings lässt diese süße Succubus-Dame, die sehr verfressen ist, es nicht zu, dass wir heruntergehen. Die hat zwar schon irgendwie einen ganzen Arm da im Mund, also viel, die frisst eigentlich schon seit gefühlt 2 Stunden da in dieser Hand rum, aber kriegt immer noch nicht genug davon und muss uns jedes Mal aufessen, ja? Und ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll. Ob ich hier irgendwie sie hier hinlocke, mich dann da vorne töten lasse, mich dann in diesen Typen hier verwandle, also in seine Seele gehe und dann schnell hier runterlaufe oder den anderen Weg, je nachdem, wo er dann steht. Oder wie es anders gehen soll, ich weiß es nicht. Ich versuche mal nochmal mit Schleichen, ja. Hey, wir können ihn runterschubsen, aber der hat sich festgehalten da an der Seite. Ich habe mir eben so gedacht, der steht doch so am Rand. Wollen wir es denn mal versuchen, habe ich mir so gedacht. Weiß, ob der nicht hier hinterhergelaufen kommt. Also wie das aussah, hat er sich festgehalten an der Seite. Für den Fall nehmen wir mal hier lieber die Kapuze ab. Oh, das war der Hinterkopf. Ich dachte eben, der hätte das Gesicht voller Haare. Also den Mund voller Haare. Was ist denn noch einer? Hier seid ihr. Ach, das hätte man ja noch einfacher machen können. Ah, da hätten wir ja... Wir hätten hier durchfliegen können und uns in so eine Seele packen können. Das hätten wir auch machen können. Aber gut, na egal. Jetzt haben wir einfach runtergeschubst. Nice. Und wir müssen da unten hin. Zu dem da. Aber das ist doch nicht die rote Göttin. Sieht auf jeden Fall stark männlich aus. Steht hier denn? Finde die rote Göttin, gelange zum Grund der Grube. Aber der Grund der Grube ist da unten, ne? Wahrscheinlich müssen wir den befreien oder mit dem schnacken oder so. Oder irgendwas. Oder was weiß ich. Vielleicht müssen wir uns auch kurz von dem sexuell belästigen lassen. Alles möglich in dem Spiel. Was ist das denn? Ach so, da kann man sich auch nur verstecken. Es gefällt mir eigentlich nicht so, dass man sich hier so viel verstecken kann. Der Typ da, diese Statue, zeigt auf das Ding da. Dank ihr Leben, dank wir atmen, wir diese dichte Mischung aus Schwefel. Hä? Woher kam das Okay, so können wir hochklettern. Ich wollte eben wissen, woher dieses Geschrei kommt. Ich dachte eben, der ist schon hinter uns und hat uns wieder gepackt, weil auf einmal die Sicht so komisch war. Aber nee, das ist der für einer. Ih, der hat ein Baby. Oh, guck mal, das Baby hat der. Wohl so ein Kopf von so einem alten. Nee, der bringt ihn um. Wow. What the fuck? Wow. Wow. Was zur Hölle macht der denn da? Der steinigt die Babys. Hilfe! Okay, das war jetzt schon ziemlich verstörend. Und da stelle ich nicht nur die Babys, der sorgt auch noch dafür. Oh, guck dir mal diese Köpfe an. Das sind wirklich Missgeburten. Ja, es sind wahrscheinlich irgendwelche Fehlgeburten, die dann in der Hölle gelandet sind oder so, was weiß ich. Na, bist du frei für uns? Nee. Okay. Da ist was frei für uns. Aber da steht auch wieder so eine Statue mit Fackel. Fällt mir nicht so. Erstmal speichern, ey. Puh! Sehr gut, sehr gut. So muss das sein. Dann nehmen wir jetzt mal eine Fackel. Mit Fackel fühle ich mich unlogischerweise ein bisschen sicherer. Ich weiß noch nicht warum. Denn gegen diese Succubusse macht es eh nichts aus. Warum hat er eine Fackel in der Hand? Den lasse ich mal seine Fackel. Wenn ich hier meine eigene Fackel nehmen kann. Boah, ich sag's euch, ne? Irgendwann werden diese Statuen hier lebendig. Da geht man so vorbei. Und dann. Und dann ist die Hose voll. Also dann ist die Hose voll. Wo zeigt ihr denn alle hin? Ihr zeigt dahin und da stirbt man, wenn man da steht, oder was? Was hält der da auf, der schwangere Typ? I don't know. Da! So wird das immer aus, wenn wir gefickt werden von hinten. Wenn wir uns nichts ahnen, da längs gehen, dann schreit das Viech kurz. Wir schaffen es nicht mal, uns umzudrehen und dann packt der uns so von hinten, das Mistviech, und rammt uns irgendwas in den Arsch. Da ist irgend so ein Zeichen. Müssen wir das auswendig lernen? Einprägen?
Hä? Siegel eingeprägt. Na gut, wenn du dir das einprägst. Also sowas, das ist schon ein bisschen kompliziert. Also sowas kann ich mir nicht einprägen. Das ist mit der Pfeil dahin. Können wir uns zwei einprägen? Oder kann man sich nur eins mit mal einprägen? Können wir nochmal, gucken wir nochmal. Hey, ich steck fest. Achso, nee, ich bin gegen den Typen gelaufen. Okay, man kann sich nur eins gleichzeitig einprägen. Oder, keine Ahnung. Egal, ey. Was sind wir denn hier jetzt überhaupt? Ach so, mal das Siegel der unschuldigen Sünder. Okay, und das ist dann das hier. Zack. Zack. So. Das ist doch richtig. Nicht? War ihm wohl nicht richtig genug. Aha, das ist aber auch blöde. Das mit dem Nachzeichnen finde ich echt jetzt nicht so cool, ey. Mit Blut. Hier ist es doch. Es ist doch grob. Sollen wir jetzt erzählen, dass das nicht grob ist? Müssen wir das ganz ausmalen? Oder was? Darf das gar nicht weiß sein mehr? Weil ich habe doch bei dem einen Siegel das nur so ungefähr gemacht. Das war irgendwie richtig. Hä? Willst du mich verarschen? Machen wir wieder nur so ungefähr. Verstehe ich nicht. Null Ahnung. Keine Ahnung. Es ist doch wieder angezeigt. Es wird das da angezeigt. Hä, könnt ihr jetzt ein bisschen genauer sagen, was man da machen soll? Wie man das ausmalen soll? Oder darf ich nur oben einen Strich machen und dann leckt das runter? Oder... Hä? Keine Ahnung. Was mit dem hier? Muss ich mir vielleicht mehrere einprägen? Ist das vielleicht alles nicht richtig? Ja, das kann auch sein, dass ich da ein anderes Siegel brauche. Suchen wir mal das hier. Oh, Scheiße. Okay, das müssen wir nochmal versuchen, weil... Wenn ich das jetzt irgendwie nicht zählte, weil wir da unten ein bisschen verkackt haben. Okay, das ist es auch nicht. Aber ihr zeigt doch alle auf irgendwas. Zeig, warum zeigen die denn? Zeigen dahin und der, das ist, dann ist es das hier. Dann wird es das sein. Die alle dahin zeigen. Oder? Oh, mal versuchen. Hier scheinen wir ja sicher zu sein. Das ist jetzt kein Spiel, wo aus dem Nichts mal irgendein Monster ankommen kann. Bisher jedenfalls noch nicht. Wenn wir hier so eine Malkacke haben, wir sind ja im Kindergarten. Und da wird hier ein bisschen Fingerfarben gemalt. Problem ist nur, ich habe den Kindergarten wohl nie besucht. Doch, habe ich, aber ich meine jetzt aufgrund meiner Malkünste. So, aber das reicht. Grob reicht das. Und jetzt haben wir ein nächstes Portal, Tor geöffnet, was auch immer. Und sind jetzt hier in so einem Feuerbrunnen, vor so einem Feuerbrunnen. Wo wieder hier so eine Olle betet. Mach mal ab hier, falls ein Succubus kommt. So. Was leuchtet hier? Versteck oder was? Oh. Da kann man sich nur verstecken. Verstecken. Oh, was ist das denn? Alter Schwede. Was war denn das bitte? Das schon, der springt uns an. Hier ist nichts. Schicke Stühle. Wo kann man die kaufen? Geil. Sowas wäre doch geil in der Bude, Alter. Und so ein Tisch. Hier würde ich gerne essen. Mit dem Geist hier. Mit dem hier. Yo, was geht ab, würde ich sagen. Was schreist du denn da unten so? Und jetzt gucken wir hier runter und der springt uns an den Kopf.
Das wäre funny. So, nee, beziehungsweise wäre es nicht funny. So, da geht's hoch. Wieso geht's da eigentlich hoch? Und da geht's so. Na, wo ist hier auch ein Succubus? Auf der Ebene. Gottes Willen. Dieser rote Teufel da unten. Und da sollen wir ja wohl hin. Aber der ist ja gefangen. Den sollen wir wohl befreien. Oder der befreit sich automatisch, wenn wir unten sind. Was ist das denn jetzt hier? Wenn wir unten sind, und greift uns dann an oder so ein Scheiß. Wir müssen den töten. Das ist eine Art Endboss oder so. Wo geht's denn hier hin? Ich gehe jetzt eh falsch. So. Keine Ahnung, wo ich bin, aber das ist locker falsch. Weil, hä? Was soll das denn sein? Irgendwas läuft da. Hilfe! Gottes Willen. Ist das ein Succubus? Das sah ein bisschen klein aus für so ein Succubus. Ich will hier nicht runter, ich will hier rüber. Oh! Okay, da haben wir uns aufgespießt. Oh, die sahen auf einmal so klein aus. Hier fahren wir irgendwie nur auf einer erhöhten Ebene, dass die kleiner wirkten, keine Ahnung. Ich dachte nämlich eben, das wäre so eine. Ich habe die nur in der Gangart erkannt. Ich dachte erst, das wäre so ein Typ mit, Maske auf. Mit so einem Sack über dem Kopf. Tja, wenn da einer kommt von der Seite. Moment mal. Mal überlegen. Von der linken Seite und rechts kommt er auch irgendwo her. Über Flamme hier. Das Tor ist auf, das ist schön. Müssen wir das nicht nochmal nachzeichnen. Die Entwickler wissen, ich zeichne nicht gerne nach. Da hinten sieht man ja auch schon so einen wackeln da, ne? Das ist ein Succubus, oder? Der da rumwackelt. Und wofür ist eigentlich die Fackel? Kannst du eh nicht nutzen, habt ihr gesehen? Ich hab den, auf den, auf den, was soll ich sagen? Ich habe den eine gescheuert und das hat nichts gebracht. Kann man die auch nochmal runterschmeißen vielleicht? Wäre ganz nice. Aber sitzen wir in der Grütze drin. Runterspringen können wir auch nicht, dann landen wir in... in den Sumpf da. In den Stacheln meine ich. Da landen wir in den Stacheln. Der kommt hier rum, ne? Oh, ey, was? Oh, was will der denn? Ja, was für eine Frage. Er will Sex mit uns, wa? Notiz erworben. Ich war nicht imstande, nach der Wut dieser Primitivlinge, die die verkohlten Leichen ihrer Kinder entdeckt haben, entgegenzustellen. Ihre wutentbrannten Stimmen erklangen zwischen den Mauern der Stadt und wachsen unaufhörlich an. Diese Narren haben sich gegenseitig beschuldigt und versuchen verzweifelt, den Schuldigen dieses Grauens zu finden. Ich habe ihnen geholfen, indem ich die Überreste ihrer Kinder vor dem Haus verteilte. Oh, nice. An die Tür malte ich die Gestalt des Dämons, der mir als erster die Hand reichte. Sie haben ihn in seinem eigenen Haus wie Tiere zerfetzt und gezwungen anzusehen, wie sie seine toten Kinder vierteilten. Es wird einmal ein Märtyrer werden, dessen Tod einer höheren Sache dienen wird. Und wieder dieser K.N. Wer ist denn dieser K.N.? Ist das der Gott hier von denen? Kommt der jetzt echt hier auch noch? Ich sehe da hinten immer noch diese Pissfresse. Ey, das kann doch nicht sein. Kommt der jetzt hier echt auch noch rein? Oder geht der jetzt endlich raus? Das Arschloch, Mann. Denn wenn der rausgeht, können wir uns vielleicht vorbeischleichen. Betont liegt auf Schleichen. Wenn er nämlich in eine andere Richtung geht.
Da ist er. Er geht natürlich links. Er geht natürlich dahin, wo wir hin müssen. Toll. Cool. Richtig erste Sahne. Das war ja ein tolles Versteck. Oh, ey, der kommt echt hinterher, ne? Ich habe seine schweren Schritte. Ich mag mich gar nicht umgucken, weil es eh gleich schreien wird. Wir kommen hier nicht mal weiter. Was für ein Pisse, du Nuttemann! Also mit dir komme ich gar nicht klar, ey. Alter, ey, das ist ja echt hier fuck. Ja, wo soll ich mich jetzt hin teleportieren? Hier ist doch keiner gewesen. Mann, ey. Was für eine Kacke, Mann. Was darf ich das nochmal machen? Ja, da freust du dich, ne, du Pissnutte. Dass ich wieder von vorne anfangen kann. Scheiße, jetzt hier keiner sitzt. Denn dann könnte ich, einfach weiterlaufen. Weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Ist das die Teufelsbibel oder was ist das? Tja, wie mache ich das? Wie mache ich das? Da ist einer. Lass mal gehen, kurz. Boah. Was wollte ich sagen? Wir waren eben irgendwie doch ganz woanders. Jetzt habe ich dir mal die Fackel geklaut, Buddy. Sorry. Wir waren doch eben irgendwie, sind wir da so einen Pfad hochgeklettert. Und ich gehe mal jetzt hier rechts hoch. Geil. Da kann man nicht hoch, da wird man gefickt. Oh, was? Wieso geht da eigentlich immer neuerdings jetzt schon so früh die Runde? Wo wir das erste Mal da waren, ist das doch ganz woanders gewesen. Und da war dieses komische Springviech-Ding da hinter uns, ey. Hallo, ich check fest. Da müssen wir, glaube ich, gleich raus, rechts runter und dann sind wir da diesen Gang runter oder hochgegangen, wie auch immer. War wir woanders? Das sah sehr nah am Boden aus und sehr richtig aus und dann kamen von beiden Seiten diese Biester. Und das war irgendwie scheiße. Oh, jetzt geht der weg. Jetzt können wir hier mal rechts versuchen. Und dann gehe ich mal hier längs. Guck mal, jetzt hier wieder, ja genau, der ist ja da geklettert. Aber es sieht eher aus, als würde man hochklettern. Egal, gucken wir einfach mal. Ich gehe jetzt nochmal den Weg hoch. Das wirkt ja irgendwie für mich sicherer. Das ist der andere Weg. So, jetzt haben wir wieder mehr oder weniger Boden unter den Füßen. Jetzt ist aber höher. Ist doch höher. Nochmal hier hin. Gleicher Fehler wie eben eigentlich, aber egal. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Wenn wir hier knien. Okay. Ich habe jetzt die Dreieck gedrückt. Ich glaube, das ist irgendwie Schutz oder so, ne? Ja, ich glaube, da wird er uns nicht hören. Okay, ist auch nett zu wissen. Das habe ich wahrscheinlich beim Tutorial übersehen. Aber dazu braucht man Lungenvolumen. Und jetzt kommt er gerade. Oh. Luft anhalten. Ich kann ihn nicht sehen. Ich sehe seinen Pisskopf nicht. Okay. Müssen wir mal langsam wagen, hier zu gucken. Wo ist er denn? Das ist ja dann schon wieder so komisch jetzt, dass man ihn gar nicht sehen kann. Und auf einmal kommt er wieder um die Ecke. Hallo! Hurensohn, Mann. Nutte. Da! Guck doch an, da kommt er wieder. Was macht denn der für eine komische Runde? Hä? Das macht so gar keinen Sinn.
Ich müsste da wieder rein, da wo man das kaputt holzen kann hier. Ja gut, ich bin ehrlich, eigentlich will ich hier runter. Aber da stirbt man. Ih, kommen unsere Füße. Die sind ungewaschen. Ah, da müssen wir doch auch runter, oder? Oder was macht der da? Ist das einfach nur Deko oder was, dieses Viech da? Weil jetzt das Ziel ist doch, warte, ich guck nochmal hier. Gelange zum Grunde der Grube. Der ist jetzt wieder weg und jetzt kommt er gleich wieder. Das kannst du wieder auch wieder. Was macht der denn? Jetzt guck ich mal, wie der geht. Da! Was macht er denn? Ach, der macht da irgendwas. Der wühlt da irgendwas aus. Das ist wie so ein Hund, der sein. Oh! Sein. Oh! Sein Essen vergräbt. Oh! Ah! Was für ein Hurensohn. Oh, Mann! Das kann doch nicht sein. Und man, dass man ihn auch hier nicht sehen kann. Den sieht man erst, wenn er dich nimmt. Dann jetzt geht er wieder weg. Oh, jetzt gehe ich mal hinterher. Komm, fuck it. Jetzt müssen wir es mal versuchen. Ist so möglich. Da kann man nicht vorbei. Muss man einen anderen Weg finden. Das geht gar nicht. Das ist viel zu kurz. Der Abstand ist viel zu. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen, weil man da irgendwie nicht. Nee, da muss man irgendwie einen anderen Weg wählen. Oder versuche ich es doch gleich nochmal? Zu Anfang da. Wo ich erst eben versucht habe, wo mich der Erste aufgeregt hat. Das kann ich natürlich auch nochmal versuchen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, der Fehler, der ist ja lange nicht mehr aufgetreten. Ja, ich weiß, ich bin elendig, ja elendig, jämmerlich, blind und bloß. Ich weiß es. Diesen Vers haben wir schon öfters gelesen, wenn wir sterben. Mann, wer quatscht denn da eigentlich überhaupt? Hier ist doch eigentlich gar keiner. Gib mir mal die Fackel, Mann. Meine Fresse, ey. Das wäre eine Hardcore-Szene hier. Rennen wir einfach vorbei, dann sagen wir Hallo Schnucki, sagen wir. Hallo Schnucki! Da! Statue! Lange keine mehr aufgesammelt. Hier kann man aber nicht weiter. Och nö, leck mich doch, du Hurenmann! Steck dich doch mal hier irgendwie. Steck dich doch! Oh, Luft anhalten. Einzige Möglichkeit. Aber wenn man so offen steht, wird das wahrscheinlich nicht springen. Der hat ja irgendwie erschnüffelt. Doch, das bringt doch was. Da kann man ja nur da so durch, weil der verlässt seinen Raum, dann riecht er irgendwie sowieso nie. Und ich glaube auch, da kann man gar nicht rum. Da wird er irgendwie so eine Wand sein oder so. Man wird hier so gehen müssen. Weil sonst macht dieser Weg doch gar keinen Sinn. Deswegen macht das sonst gar keinen Sinn, dass es überhaupt irgendwie hoch, runter, was auch immer geht. Hure Babylons. Okay. Wo sind wir jetzt? Hilfe! Orientierung verloren. Hilfe! Hilfe! Hä? Auf einmal sind wir so runtergefallen. Who the hell is this? Ich check das nicht, ey. Ich check das dieses Wand hochgehen nicht. Defekte Datei. Oh, jetzt ist schon defekte Datei. Ach du Scheiße. Das ist sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe eigentlich neuest geupdatet. Nach neuen Updates gesucht und alles. Es funktioniert alles. Es ist irgendwie ein Fehler von der CD. Weiß ich nicht. Und meine PS4 gibt den Geist auf. Was eigentlich auch nicht sein kann, weil sich schon mal eine PS4 von mir verabschiedet hat und meine jetzt noch nicht mal ein Jahr alt ist. Also eigentlich dürfte die noch heil sein, aber man weiß ja nie bei den heutigen Geräten.
So. Da sind Bienen. Vielleicht hauen wir jetzt mal einmal ein Feuer dazwischen. Vielleicht bringt's das. Und dann können wir hier so hoch. Ja, genau. Endlich ist die Fackel mal zu was nutze. Und da, ach, dann sind wir hier. Okay. Können wir hier speichern? Nö. Was ist da denn? Ja, ein Bild, was die Wahrheit vor uns verbirgt. Sie sucht uns, achso. Hä, was hast du gebracht? Keine Ahnung. Zeit totschlagen wahrscheinlich. Jetzt sind wir da. Da ist... Hä? Und da ist der, der den frisst? Ach so. Das ist ja dann nur irgendwie eine Abkürzung. Ach so, so kann man dann auch nach unten. So wahrscheinlich dann. Okay, okay. Und da ist ja gar nichts gebracht. Okay, weiß man das jedenfalls schon ein bisschen. Aber dann muss der andere dann doch nach unten führen. Oder führt er nach oben? Hier jetzt gehen. So. Es sieht irgendwie nach oben aus, aber... Ich weiß es nicht, weil das da oben so einen Bogen macht. Wir sollen versuchen, nicht runterzufallen. So, das sieht jetzt wieder richtig aus. So, da wissen wir ja. Und hier rechts war aber... Da ist auch einer, wusste ich doch. Kann man sich hier nicht richtig verstecken? Endlich mal. Da muss man aber direkt davor stehen, um sie zu verstecken. Das ist ja auch schwul. So, und jetzt mal wieder raus. Wie gehst du wieder raus? Gar nicht. Doch. So, jetzt hier mal schnell den Kopf abreißen von dem Typ da. Oh, da ist schon wieder so ein springendes Viech auf dem Tisch. So. Scheiße, Mann. Ich habe keine Fackel mehr. Das ist der zweite Gegner. Die sind einmal, als sie uns gesehen haben, sind sie weggesprungen. Ich weiß aber nicht, ob die immer Angst haben. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, dass es nur Zufall war. Es hat sich nur gezeigt, damit man sieht, ah, jetzt kommt ein neuer Gegner höchstwahrscheinlich. Und warum ist das hier so dunkel? Was ist das für eine Kloake hier? Ih, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Kann man das aufsammeln? Nee. Es brennt da einfach nur. Damn you, ey. Aber das kann man aufsammeln. Notiz. Als ich in den Keller ging, bemerkte ich einige Wahnsinnige, die ihren eigenen Urin tranken. Ach, das machen einige Menschen eigentlich, aber auch die, die sich nicht als wahnsinnig bezeichnen, sondern als gesund und bla. Da gab es auch mal eine Studie, aber ich schweife ab, um erneut das glückselige Gefühl von Soma zu spüren, welches den in den Gemächern tafelnden Priesterinnen von der Mutter geschenkt wurde. Was bewirkt das? Sie es so verzweifelt begehren. Vielleicht sind es die von der Göttin geborene Erde, die Pilze und das Blut, die den Hauptbestandteil des Aufgusses ausmachen, der das fehlende Element ist, um ein Gebiet zu stärken. Was steht da aber auch? Also es ist recht, wie soll man das nennen, wie das geschrieben ist? Die Zusammensätze, die Sätze, also ihr wisst, was ich meine. Es ist schwer zu lesen, so. Aber denkt nicht, dass ich ein vollkommener Analphabet bin, so schlecht ist es nicht, so schlimm ist es noch nicht. Lesen kann ich eigentlich, aber irgendwie bei diesen Texten, die stehen so metaphermäßig, so, ich weiß nicht. Was kommt denn jetzt? Filmszene? Oh! Da ist das Licht. Bin ich jetzt frei? Mach mal auf. Also wenn mir eine Seele klauen will. Mach ab. Ah, der ist tot. Deswegen kann man den nicht abreißen irgendwie. Bin ich denn jetzt? Ah!
Das passiert, wenn du mal ein bisschen nervös wärst. Und ich wette, man hätte doch den Kopf von dem abreißen können. Denn das ist für mich sonst unlogisch. Aber da ist... Ach so, dann sind wir hier wieder. Hey, durch da, schnell, Junge. Hallo, bist du doof oder was? So, dann sind wir jetzt mal diese schöne Braut hier. So, Gott sei Dank. War das eigentlich der fressende Typ, der uns da verfolgt hat? Anscheinend ja. Jetzt ist hier irgendwie keiner mehr. Und irgendwie ist jetzt dieser Gang auch zu, ne? Wir waren doch eben, sind wir doch hier irgendwie durch, oder? Verwechsel ich, das bin ich vielleicht in einem anderen Raum. Bin ich vielleicht jetzt irgendwo anders durchgekommen. Kann auch sein. Für die Gemälde. So, was passiert jetzt, wenn man das einprägt? Dann wird er geil, wahrscheinlich. Gemälde untersucht. Ach so, okay. Das ist aber irgendwie Bonus, was weiß ich. Willst du mich eigentlich verhunepiepeln? Das ist doch nicht normal mit diesen Biestern, ey. Die gehen so lahm und wenn sie einen sehen, sind sie so schnell, dass man einfach nicht fliehen kann. Das ist doch unnormal, ey. Meine Fresse, erstmal Nase schnauben. Muss ja eh warten hier. Pass auf, Leute. Oh, ist da Rotze drin in meiner Nase. Oh Gott. Heuschnupfen. Wo ich nicht so stark habe dieses Jahr. Hatte ich sonst immer sehr starke Allergien. So. Doch jetzt geht's. So. Nase ist ein wenig befreit. Da ist eine goldene Statue. Die wollen wir haben. Wieso geht er jetzt wieder seinen Weg da? Der soll mal hier vorbeigehen. Oder geht er wieder nur die paar Meter und dann zurück, dass man da einfach nicht... Das ist ein richtiger Wegversperrer. Das ist ja nicht mehr irgendwie schwer gemacht, sondern... Es ist unmöglich gemacht, diesen Versperren des Weges. Da, der geht immer noch hin und her. Jetzt kommt er wieder. Das ist dieselbe Szene von eben. Ich gucke jetzt mal... Und da hinten ist auch einer. Ich muss jetzt mal sehen, wo der hingeht. Wahrscheinlich kommt er jetzt rein. Nee. Er geht bis da und dann... Jetzt hat er uns gespürt, gesehen, was auch immer. Wenn die denn gucken können. Und jetzt kommt er, aber... Ich meine jetzt... Wo er sonst geht. Wenn er das nicht macht, da diesen Scheiß. Wenn er uns nicht spürt. Geht er ja. Guck mal, jetzt geht er da wieder weiter. Aber der dreht so schnell, dass du gar nicht gucken kannst. Okay, komm schnell. Komm, komm. Junge. Alter, du hast Karies. Das kaputt brennen. Da sind wir eben rausgekommen, ne? Ich glaube jedenfalls. Und so kann man nur im Kreis gehen. Das würde bedeuten, dass wir hier rein müssen. Reiß ab! Kommt er da nicht rein? Ja, okay, das wäre eh zu geglitscht. Macht er einfach so einen Flammenscheiß. Nein! 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 Oh! Was eine Verarsche, ey. Da brennt er den anderen Körper mit ab. Fuck, ey. Ja, wo sollen wir denn hin? Wir müssen hier irgendwie da runter. Was ist das denn jetzt? Ey, sprich nicht so beschissen, du Schlampe! Schwere Geburt, ey. Schwere Geburt. Also hier ist jetzt wirklich Millimeter-Fortschritt angesagt bei dem Spiel. Das dauert auch, um sich reinzufuchsen. Ich habe jetzt mal gesehen, ich habe ein paar andere Leute gesehen. Ich habe vorhin mal geguckt. Die das auch Let's Played haben. Das sind auch eher unbekannte Let's Play, die haben auch nicht so viele Abonnenten. Da habe ich 1, 2 gesehen. Und die sind viel schneller. Habe ich nur gedacht, ah, scheiße, irgendwas scheint zu falsch zu machen. Aber egal. Ist halt eben meine Spielweise.
dieses Millimeterweite. Die soll so eigentlich einzig und allein um Entertainment-Faktor gehen und nicht um, wie rushe ich das Spiel schnell durch. Wo ich eigentlich schon sagen muss, dass ich gerne schneller vorankomme in Let's Plays, in Spielen so, aber jetzt hier bei dem ist das für mich nicht möglich. Also ich kann jetzt hier nicht rushen. Ich hätte sonst vielleicht einmal vorher durchspielen müssen, bis ich mich reinfuchse, aber das ist ja jetzt hier blind. Das ist jetzt ja hier blind, ich habe es vorher noch nicht mal angetestet oder so von der Steuerung und deswegen dauert das ein bisschen länger. So. Jetzt gehen wir wieder das Zünkchen runter hier, was das auch immer sein soll. Noch widerlicher Glibber-Kaugummi. Zahnfetisch hat der Typ hier, der Inneneinrichter, mit seinen ganzen Zähnen hier. Das heißt, ich muss nochmal diesen Weg gehen und dann weglaufen, oder? Oh. Der frisst da wieder. Ja, aber der, wo war das denn dann, wo man da durchkam? War das doch nicht hier? War das doch in einem Nebenraum? Der greift es aber so nicht an, das blöde Viech. Ja, ich wurde zu früh gefreut, irgendwas knistert so komisch. Oh! Der guckt hier immer so rein. Der reagiert nicht nur auf Geräusche, das ist irgendwie so seine Tour. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich so. Da kommt schon der nächste aus dem Fenster, aus dem Gemälde raus. Warum gehst du immer so, Junge? Ich muss da doch hin. Ich kann doch nicht immer so gehen. Hey, wie ist jetzt dieser Fresser weg? Scheiße, Mann. Das macht mir noch mehr Angst, wenn der weg ist. Okay, wahrscheinlich, wenn er fertig ist, hört er halt auf zu essen. Logisch. Hey, kannst du mir nicht helfen irgendwie? Lenk die mal ab oder so. Oh, ist doch blöde, Mann. Geh doch mal einfach weiter. Kleine Bitch. Du bist eine kleine Bitch. Du bist eine kleine Bitch. Die unbedingt gevögelt. Oh. Unbedingt gevögelt werden will. Ja, das willst du. Du willst gevögelt werden. Oh yes, oh yes. SOS, SOS, tschüss. So. Gehen wir hier nochmal rein. Anderen Weg sehe ich hier jetzt irgendwie gerade nicht. Mach mal ab! Mach doch mal ab, Mann! Das ist wieder dieser Tote, wo man nicht abmachen kann. Dem habe ich ja abgemacht. Sein, der burnt mich wieder weg hier, habt ihr eben gesehen. Ich kann auch nirgends hin, das ist hier nur so eine Fluchtkammer. Oder geht es hier doch weiter? Doch, hier. Wo es irgendwie so bläulich ist. Bläulich-lila. Go, 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 go. Durch da. Schick, das würde ich auch hier in meiner Wohnung haben. Guck mal, so als Kerzenhalter da unten, das Ding. Ich komme jetzt irgendwie nicht weiter. Das da. Das wäre auch geil. So ein Kerzenständer und dann das. Wäre nice. So, weiter hier. Hüpf, hüpf, hüpf. Ob das richtig ist, weiß der Geier. Schätz mal, ja, diese schönen Hände laden doch ein, hier runter zu gehen. Hey, lass mich mal rauf da, ich muss da weiter. So. Ah, das ist wieder der Joker-Fresse. Oha. Mach mal ab! Mach mal ab! Wieso können die sich ja nicht selber abmachen? Die können wahrscheinlich nicht hinsehen. Die machen das auf und weil sie so geisteskrank geworden sind durch diese Monster, also die so Angst haben, machen sie das zu und dann sehen sie nicht, wenn die kommen und wenn die sie ficken und wenn sie, obwohl die ficken die ja gar nicht.
So, und jetzt kann ich runter. Jetzt bin ich doch am Grund, oder? Ja, das sieht gut aus. Komm. Speicher mir. Speicher mir den Stick. Hey. Jawohl. Geil. Das ist immer erfreulich, wenn man diese Dinger sieht. Dann weiß man, man ist richtig. Ihr seid nicht so erfreulich, genau wie diese Bienen hier. Damn it. Damn you, ihr Wichsers. Ist das eine Notiz? Oder irgendein Gegenstand? Blablabla, Göttin, ich habe einen Kranken getroffen, der der Meinung war, dass er mich kennt. Aber die Dinge, von denen er erzählt hat, können nicht wahr sein. Wie könnte ich den Worten eines Wahnsinnigen vertrauen? Nur die Göttin kann mein Gedächtnis wiederherstellen. Sie ist der Schlüssel. Da müssen wir abgekürzte Notiz. Wenn ihr die ganz lesen wollt, könnt ihr ja pausieren. So, fackeln wir das mal ab. Und das auch. So, ist das Abkürzung oder... Was ist das denn da? Boah, oh, oh! Ich muss hier sowieso weg, ey. Mal hier schmal, durch diese schmale Grotte hier. Ist hier wieder so ein Typ, der die Kinder steinigt? Nee, da sind immer nur Hände abgeschlagen, ne? Das geht ja noch. Ey! Gott, arme Bitch. Sie war schwanger. Oh Gott. Oder? Ja. Oh, lass mal Sex haben, komm. Oh, 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 ich stehe auf. Oh, ich bin Nekrophil. Oh Gott. Nee, Spaß. Oh. Allah, schau, schau. What the fuck? Jesus Christ am Kreuz. Was kaputt war? Der Brutplatz der Spinne. Hey, lass mich durch da! Hä? Das wurde mir als neues, als neuer Ort angezeigt. Kannst du mir mal sagen, wie ich da durchkomme? Kleine, kleine. Weißt du's? Okay, nochmal Sex, komm. Oh, ich komme. Oh. Ist halt so in der Hölle, so geht's halt ab hier in der Hölle. So das Nekrophil ist Standard bei solchen Leuten, ja. Ich halt mal gedrückt. Gedrückt halt bringt gar nichts. Gegenschlagen gegen Irrer bringt auch nichts. Sind wir da durch? Pisse! Wichse! Ich würde da mal sagen, dann gehe ich zurück, oder? Guck ich mal, was auf der anderen Seite war. Da war ja noch ein anderes Tor. Da war da noch so ein Nest von den Bienen. Wo ich ja wahrscheinlich erstmal nicht reinkommen ohne Flammenwerfer. Bezweifle, dass ich hier eh jemals einen Flammenwerfer kriege, aber. Aha, aha, aha. Oh, das ist eine goldene. Aber immerhin, ich bin der Goldstatuensammler. Statue erworben. Nice. Was leuchtet da lila? Hey, fick dich mal, lass mich in Ruhe. Ist so ein Versteck. Ne, nix von beiden. Es leuchtet einfach nur lila. Das ist wohl noch vom Speicherpunkt. So, was ist hier jetzt? Ich gehe jetzt hier einfach durch. Habt ihr es gesehen? Das sticht richtig ab. Boah, diese Stacheln, ey. Und hier kommt wieder der Springer, ne? Das ist doch wieder die Ecke, wo ich... Oder? Nee. Das ist der Wichser. Succubus. Can I tell you some bashful secret? I love to watch how you're crossing the line with them. Oh, ja, ich öffne die Tore, Baby. Ja. Call this feeling to me, Master. Don't make your goddess to ask you. Oh, das klingt doch verführerisch. Ja, hier trinkt ihr also Blut. Hier fehlt etwas. Ah, Schädel fehlt da. Ich brauche zwei Schädel. Die muss ich den Leuten abreißen, dem hier. Sorry, Buddy. Wollte ich nicht. Die dunklen Gänge des Kellers. So. Lesen wir gleich im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.